Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Borussia Dortmund, Leute. Letzte Folge war sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Wir haben das Auftaktspiel in der Champions League gegen Slavia Prag verloren. Es wird jetzt sehr, sehr schwer, Leute. Wir müssen jetzt alles geben. Wir müssen jetzt gegen Inter und gegen Barca irgendwie dann in den Champions League punkten. Sonst kann diese Champions League-Saison sehr, sehr schnell für uns vorbei sein. Nationaltrainer fährte von Ecuador. Ich fasse es nicht. Damit hätten wir natürlich eine südamerikanische Mannschaft, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Und eine Mannschaft, die man noch ein bisschen pushen kann. Aber das ist mir dann wieder auch ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt. Vor allem wollen die im Südamerika-Cup im, Digga, Halbfinale? In der Copa America-Halbfinale erreichen mit Ecuador. Wie soll das denn gehen? Und World Cup qualifizieren, ey. Ach du Scheiße, wie soll das denn gehen? Bis zum 22. November haben wir Zeit, uns zu melden. Das heißt, wir zögern hier erstmal noch ein bisschen. Ich hätte schon ganz gerne irgendwie eine bessere Mannschaft aus Südamerika. Aber wir können natürlich jetzt auch, vor allem mit unseren Leistungen, nicht gerade erwarten, dass wir irgendwie Brasilien, Argentinien da kriegen. Alter, Scheiße, Mann. Lasst mir gerne ein Like da, Leute. Ne? Macht die 1 Milliarde Likes wie immer voll, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr darüber freuen, Leute. Und checkt mir lieber gerne meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß. Als T-Shirt, als Pullover, die neuen Designs in orange, rot, grün und in blau erhältlich, Leute. In den 4 Farben die neuen Nice Designs. Viele weitere Designs. Checkt's gerne aus. Gerne abchecken, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, Nice LED-Lampe. Und die Handyhüllen gibt's auch in orange, blau, rot und grün. In den 4 Farben. Checkt's aus, Leute. Außerdem gratis Autogrammkarte gibt's auch zu eurer Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Fabian hat auch eine schlechte Moral, Dembélé auch immer noch. Lass mal kurz schauen, wie sieht es hier nach aus? Gegen wen spielen wir nach? Gegen Bremen. Dann, okay, gegen Bremen müssen wir schon. Denn danach geht es gegen Inter. Mann, das ist ein wichtiges Spiel, wenn wir gegen Inter verkacken, Alter. Weil gegen Barca wird wahrscheinlich eh nicht mehr als ein, wenn überhaupt, ein Unentschieden drin sein. Deswegen, wir werden jetzt hier mit Bestbesetzung gegen Frankfurt reinstarten. Dann gegen Bremen werden wir ein bisschen durchrotieren und dann gegen Inter mit Bestbesetzung. Wir müssen einfach gegen Inter Punkte holen. Mann, was ist denn los gerade? Ey, wir haben eine richtig schlechte Phase, Alter. Kamada. 2-0 verlieren wir, Alter. Junge, das läuft hier wirklich wie bei uns, wie bei Dortmund in echt bei uns. Dieser Kamada will ich auch mal kurz abchecken, ob der gutes Potenzial hat. Der ist echt in echt eine Maschine. 80er Potenzial. Ja, mal gucken, Alter. Wenn er so weitermacht. Joveljevic will ich auch mal abchecken. Joveljevic. 82er Potenzial, 69 nur insgesamt, Alter, WTF und Kostic, Rebic ist hier auch noch da, WTF, der ist eigentlich bei Mailand, aber ich glaube, das war hier noch irgendwie nicht am Start, 83 nur, von 82 auf 83, mega schwach, hätte Kostic aber auch so 85, 86er Potenzial, hätte er schon verdient, muss ich ehrlich sagen, aber gut, also es läuft gerade echt schwach, muss ich sagen, das ist echt Krise, wir müssen mal langsam hier aus dieser Krise wieder rauskommen, Zagadou geht hoch, Quaresma hat sich auch wieder verbessert, nice. Also, hier kann man wirklich von einer Krise sprechen momentan, Alter. Es wird echt Zeit, jetzt wieder mal ein paar Siege hintereinander einzufahren. Wir sind einfach nur Sechster, Alter, mit 9 Punkten aus dem Spiel. Also, es läuft wirklich genauso wie in echt. Scheiße, Alter. Wir lassen mal jetzt hier die B11 spielen. Denn, wer weiß, Alter, wir spielen die besser. Vielleicht spielt die B11 besser, Leute. Wir haben die B11 noch gar nicht so wirklich fertig. Muss man dazu sagen. Deswegen, da müssen wir uns jetzt erstmal hier drum kümmern. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wie wir die aufstellen sollen alle. So, wir probieren es mal. Zack. Oh, Fabian ist hoch. Ah, ne, Fabian ist gar nicht. Ich dachte, Fabian wäre hoch auf 84. Nein, leider nicht. Den haben wir auch noch hier am Start. Wir dürfen jetzt auch nicht zu viel durchtauschen, ist das Ding. Warum spielt Sancho hier in der Mitte? ETF, Digga. Wie hat sich das denn ausgedacht? Solobasa haben wir auch noch am Start. Der kann auch rechts spielen. Pass auf, wir machen das so. Dann tauschen wir die beiden hier. Und defensiv, wie können wir da noch ein bisschen... Zagadou ist hochgegangen, nice. Von Mekano haben wir noch. Hudson-Odoi muss eigentlich auch spielen. Akanji kommt mal raus. Aber wo wollen wir jetzt Hudson-Odoi noch hinstellen, ist die Frage. Da muss Rodrigo, glaube ich, erstmal raus, weil Rodrigo ist nur ausgeliehen. Den würde ich dann doch eher lieber von der Bank bringen. So, also so sieht dann erstmal unsere B11 aus. Das könnte natürlich jetzt auch wieder komplett in die Hose gehen. Wenn wir das nämlich jetzt auch wieder verlieren, Leute, dann haben wir ein wirkliches Problem. By the way, hat sich auch der gute Jadon Sancho verbessert. Ist auf 85 hoch. Nice Sache. Also, wir dürfen jetzt echt, wir dürfen jetzt nicht wieder verlieren, Leute. Das, ne. Wenn wir jetzt wieder verlieren, kriegen wir ein richtig, richtig großes Problem, ey.
Also Jungs, gebt alles. Aber gegen Bremen mit der B11, ey, das macht die ganze Sache natürlich auch nicht leichter, ne? Ich habe hier sehr, sehr ungutes Gefühl. Pressekonferenz, die wird jetzt wichtig. Wir müssen jetzt irgendwie unser Team nochmal pushen. Wir müssen die motivieren. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Antworten aufpassen. Jetzt herrscht bei ihm aber seit 5 Spielen Torflaute. Hat er noch kein Tor gemacht, Jovic. Kann Jovic die Erwartung erfüllen? Heute wird er treffen. Er weiß, was von ihm erwartet wurde. Er ist eine Enttäuschung. Heute wird er treffen, obwohl er gar nicht spielt. Macht auch keinen Sinn. Aber gut, was soll's. Nach einem durchwachsenen Saisonstart dürfte es schwierig sein, um Meisterschaften mitzuspielen. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen? Natürlich, noch kann alles passieren. Die Mannschaft will mehr sehen. Natürlich. So, wir müssen die Moral jetzt pushen, Alter. Let's go. Dass wir gut genug sind, um ein Wörtchen um den Titel mitzureden. So, SV Werder Bremen geht im Vergleich zu Borussia Dortmund als das schwächere Team. Steht der Sieg für Borussia Dortmund also schon so gut wie fest? Wir müssen besser spielen, wir müssen uns mehr konzentrieren. Ich habe da so meine Zweifel. Wir müssen besser spielen, Leute. Let's go. So, jetzt haben wir die Moral nochmal gut gepusht, Alter. Let's go. Guck mal, Jovic, Alter, der ist sehr glücklich und spielt jetzt nicht. Ja, der denkt sich auch, Alter, was ist denn jetzt los? Dann ist die Moral, zack, direkt wieder komplett im Keller. Also ich glaube, die Pressekonferenzen sind wichtig, Leute. Wegen der ganzen Moralsache und so weiter ist das, glaube ich, echt ein wichtiger Teil in diesem Jahr. Deswegen nehmen wir auch hier Pressekonferenz mit, Leute. Das geht ja schnell, das sind ja 30 Sekunden, eine Minute oder so. Come on, Jungs, zeigt, was ihr drauf habt, Alter. Guckt euch das an. Ohne Witz, das ist so wichtig, die Pressekonferenzen. 5-0 gewonnen mit der B11. Hakimi, Zagadou, Hudson-Odoi, Martinez und Fabian. Ey, das hat so viel damit mit den Ergebnissen zu tun, Alter. Krass. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, ne? Dass diese Niederlage gegen Slavia, die hatte auch was mit unserer Pressearbeit zu tun, weil wir unser Team absolut down gemacht haben, muss man ehrlich sagen. Ja? Wir haben unser Team komplett demotiviert. Aber gut, jetzt haben wir es wieder rumgerissen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, weil jetzt wieder die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Inter ansteht. Da dürfen wir natürlich jetzt auch wieder nichts Falsches sagen, weil sonst haben wir natürlich wieder genau zum richtigen Zeitpunkt verkackt. Also von daher, also ich denke mal, es wird vor jedem Champions-League-Spiel ist eine Pressekonferenz, deswegen, da müssen wir jetzt wirklich darauf achten, dass wir da jetzt nicht wieder verkacken. Gute Arbeit, danke. Oh, 200 Millionen Trikotverkäufe haben wir schon fertig. Läuft bei uns. Oh, Digga, das war dieser Typ, Karl Grüne, ne? Das kann man fast gar nicht lesen. 65, weil das so gelb ist. 1,89 groß, 91er Potenzial, 1,1 Millionen Marktwert. Das könnte interessant sein, Alter. Der könnte wirklich interessant sein, genauso wie der hier. Der ist Torwart, eine 61. Na gut, Torhüter, Brasilianer. Da wäre ich natürlich jetzt wieder gerne Brasilien-Coach, den können wir mit reinnehmen. Und wenn ich den sehe, wäre ich wieder gerne Deutschland-Nationaltrainer, um den mit in die erste Mannschaft zu nehmen. Oder wir wären doch deutscher Nationaltrainer, Alter, wenn wir ein Angebot bekommen. Aber haben wir zweimal, ja, ist auch unnötig eigentlich. Inter Mailand auch bislang 0 Punkte. War natürlich zu erwarten, dass die gegen Barca verlieren werden. Das heißt, die müssen natürlich jetzt auch alles geben. Ey, das wird für uns natürlich jetzt nochmal schwerer werden. Ey, das Spiel ist so wichtig jetzt, Leute. Das ist so wichtig. Champions League-Auftakt ist ihnen misslungen. Schaffen sie heute den ersten Sieg? Es wird halt ein schweres Spiel. Ich will mehr von der Mannschaft sehen. Konzentration aufs nächste Spiel. Zack, Konzentration aufs nächste Spiel. Dann wird unser Team hier ein bisschen glücklicher. Wenn wir zurückschauen, kommen wir nicht voran. Das stimmt auf jeden Fall. Könnte Inter Mailand gegen ihre Mannschaft gewinnen? Was ist das für eine scheiß Frage, ey? Unser Spiel ist noch lange nicht perfekt. Möglich ist alles. Unsere Siegchancen stehen sehr gut. Machen wir das hier. Let's go. Wir müssen die Moral weiterhin pushen. Die Jungs, Die Jungs werden gegen Bremen alles geben. Auch wenn uns gegen Inter... Was? Gegen Bremen alles geben? Das war wieder zum Beispiel ganz komisch. Zuletzt schwankende Leistung. Wie sehen Sie diese Formschwankung? Ich bin enttäuscht. Wir werden alles zeigen, was wir geben können. Meine Spieler werden sich bald verbessern. Let's go, Alter. Come on. Jetzt haben wir die Moral nochmal gut gepusht. Wir sind glücklich. Zwar nicht sehr glücklich, aber glücklich ist schon mal gut. Denn, vor dem letzten Spiel habt ihr ja gesehen, ne, gegen Slavia Prag. Was passiert, wenn die Moral nicht glücklich ist und wenn die Moral in den Keller geht? Habt ihr gesehen, was dann passiert? Dembélé ist auch direkt hochgegangen. Nice, auf 85. Und Dembélé hat jetzt auch eine gute Form. Alle haben eine gute... Ah, ne, Hakimi nicht. Alter, voll geil. Alle haben eine gute Form. Ey, jetzt müssen wir gewinnen, ne? Gegen Inter. Come on, Heimspiel, Leute. Let's go, Alter. Okay, das habe ich echt nicht gedacht. Das ist mir in der letzten Folge, ist mir das wirklich dann aufgefallen, wie krass wichtig die Pressekonferenzen wirklich sind. Ja, ich dachte vom Anfang der Saison, ja, Pressekonferenz, aber ist schon geil, Alter. Und die sind auch wirklich wichtig. Let's go, come on. Alles geben, Jungs. Come on. Jawohl, Alter, 2-1 gewonnen, ey. Let's go, Mann. Reus Doppelpack, Politano hat hier kurzerhand ausgeglichen, knapp 10 Minuten nach dem 1-0 per Elfmeter von Marco Reus, aber Reus dann kurz nach der Halbzeit mit dem zweiten Treffer in der 48. zum 2-1. Wichtiger Sieg, Mann.
Was bitter, man. Wir hätten jetzt 6 Punkte auf dem Konto haben können. Ne? Das war echt, gegen Slavia war so unnötig, diese Niederlage. So krass unnötig. Aber gut, ey, Hoffenheim ist erster, krass. Frankfurt auf Platz, Bayern auf Platz 3, punktgleich mit uns sogar Bayern. Also Bayern auch durchgewachsen bislang. Und Hoffenheim 4 Punkte vor, aber ich denke, Hoffenheim wird das nicht bis zum Ende der Saison durchhalten können. Frankfurt auch, nicht schlecht, Alter, mit 14 Punkten. Ja, letzte Saison stark gespielt in der Europa League, aber die spielen halt irgendwie in der Europa League immer gut und in der Saison, naja, in der Meisterschaft, ne? Ich habe auch das Gefühl, die legen mehr Fokus auf die Europa League-Spiele. Und bei den Meisterschaftsspielen sind natürlich dann alle auch mal ein bisschen platt, muss man dazu sagen. Und diese Saison, wenn man ehrlich ist, läuft es auch ja nicht ganz so gut. Dembélé, was mit dem, Alter? Schon wieder eine durchwachsende Form, weil der nicht trifft, glaube ich. Ey, der muss man hier wieder treffen. Okay, ab geht's gegen Freiburg. Gegen Freiburg ist jetzt aber ein Pflichtsieg, Leute. Ja. Lass mal kurz schauen, was haben wir danach anstehen. Pokal ist hier nach. Kann sein, dass hier nach schon Pokal ist. Nee, hier nach ist erstmal wieder Länderspielpause. Na gut, dann werden wir mit Bestbesetzung spielen. Danach haben die Jungs ja Zeit, sich auszuruhen. Wir haben wieder kein Angebot jetzt. Also wir haben klar das Angebot von, was war das, Ecuador, aber... Naja, ich weiß es nicht, Mann. 2-0 gewonnen, let's go. Ita verletzt sich, Reus trifft, Sancho trifft auch. Sehr schön, 2-0 gewonnen. So muss das sein, Leute. Das war's auch erstmal von der heutigen Folge. Wir schauen mal, ob vielleicht noch ein Nationaltrainer-Angebot reinkommt. Aber ich glaube nicht. Wir sind wieder dran hier an Hoffenheim. Die haben nicht verloren. Dreierpack für Lewandowski läuft. Lasst gerne Like, da ist gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Achso, Bayern hat, glaube ich, gegen Hoffenheim gespielt. Weil ich kann mich noch daran erinnern, letztens war auch der Spieltag, wo Dortmund gegen Freiburg gespielt hat. 2-2, da hat Bayern ja gegen Hoffenheim verloren. Deswegen, die haben hier aber gewonnen diesmal. Hier läuft es besser, Leute. Also, das war's. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Checken wir gerne den Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover. Gibt's in orange, in rot, in grün und in blau. Hier, so sieht's aus, Leute. In den 4 Farben, ihr wisst Bescheid. Checkt es gerne ab, wenn ihr Bock habt, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Also gerne abchecken, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice, LED-Lampe haben wir auch noch am Start. Die Handyhüllen gibt es ebenfalls in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte haben wir auch noch. Zu eurer Bestellung gibt es das Ganze dazu. Gerne abchecken. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Haut rein und ciao.